Ich weiß noch, wie Micha zum ersten Mal das Wort Wachkoma benutzt hat. Es war am Zebrastreifen. Wir waren auf Fahrrädern und haben sogar angehalten, aber die Leute haben uns im Vorbeigehen nicht mal angeschaut. Micha hat in mein Ohr gesagt: Wachkoma. Ich wusste erst nicht, was es bedeutet, doch später hat er es mir erklärt. Von außen ist es, als ob man tot ist, aber von innen kriegt man alles mit. Es wurde sein Stammausdruck. Er hat gesagt: Hier sind doch alle im Wachkoma. Oder alles Wachkoma-Patienten hier. Und das ist automatisch mit einem passiert, wenn man nicht aufpasst. Dass man etwas machen muss, sonst wird man plötzlich Wachkoma-Patient, ohne es zu merken. Also, pass auf, hat er zu mir gesagt. Und du? Habe ich zurückgefragt. Darüber mach dir mal keine Sorgen, hat er gesagt. Ich bin oben im Baumhaus. Die Plattform ist zur Hälfte fertig, aber die Planken sind schon längst grau. Man müsste sie schützen. Besser noch, man nimmt von Anfang an Kesseldruck imprägniertes Holz. Dabei drückt man Salz hinein, damit es sich nicht mit Wasser vollsaugt. Aber es konnte ja niemand wissen, dass alles unfertig bleibt. Micha und ich haben von Anfang an alles selber geplant. Es gibt auch Bausätze, aber die sind nach Schema F. Unseres sollte zwei Stockwerke haben und in jedem zwei Fenster jeweils versetzt gegenüber. Wenn wir am Baumhaus gebaut haben, war mit Micha alles anders. Es war, als wäre er dort jemand anders. Es wäre undenkbar gewesen, dass er hier oben Schraubzwinge macht. Aber sobald wir zu Hause waren, galt wieder das Gegenteil. Ich habe es nicht kapiert. Vom Baumhaus schaue ich hinüber zum Shaolin-Kloster. Der goldene Drache über dem Eingang leuchtet in der Sonne. Du bist auch heute nicht hier, Shilao Peng, und ich ahne weshalb. Ich bin zu sehr mit anderen Gedanken beschäftigt, um Kung-Fu zu üben. Ich klettere vom Baumhaus und auf einmal höre ich rascheln und einen lauten Knacks. Ich sehe eine Staubfahne über dem Feld. Der Grund ist, dass Alex einen Stock auf die Bauminsel geschleudert hat. Loco rennt über das Feld und dann kommt er durch das Dickicht wie ein Nashorn. Er schnappt sich den Stock von der Lichtung und galoppiert damit übers Feld zurück, ohne mich anzusehen. Kurz darauf tritt Alex auf die Lichtung. Sie trägt das Fernglas um den Hals. Ich sage: Hey, hey. Locke drückt sich gegen mein Bein. Alex fragt: Was machst du? Ich sage: Nichts Bestimmtes. Sie wischt sich über die Stirn, aber ihre Hände machen eine schmutzige Spur auf die Haut, so dass ich lachen muss. Was? Fragt Alex. Ich sage: Warte. Ich versuche, den Schmutz in Alex' Gesicht abzuwischen, aber meine Hände sind auch nicht sauberer. Sie sind sogar schwarz. Es ist von der Rinde und dem Baumhaus. Ich mache ihr Gesicht nur noch schmutziger und muss darüber lachen. Alex fragt: Was? Ich sage: Moment, und wische meine Hände an den Jeans ab und versuche es nochmal, aber es gibt nur ein neues Muster. Ich erkläre Alex das Problem, indem ich mit dem Zeigefinger beschreibe, wie es verläuft. Von der Stirn herunter und bis auf die seitliche Nase. Außerdem ist ein Streifen auf der Schläfe, wo die Ader durchscheint. Ich streiche darüber. Schließlich sage ich: Ich versuch's nochmal. Und Alex sagt: Okay. Und sie schließt die Augen. Ich streiche vorsichtig über ihre Haut. Sie fühlt sich klebrig an und der Schmutz ist rau wie Pulver. Sie ist heiß, aber gleichzeitig kühl. Ich spüre, wie Alex atmet und ihre Nasenflügel bewegen sich ein bisschen. Auf ihrer Wange gibt es ein paar rote Flecken von der Anstrengung. Ich denke gar nicht mehr daran, etwas wegzuwischen, sondern es kommt mir vor, als ob es in ihrem Gesicht mehr zu entdecken gibt als im gesamten Universum. Dann geht ein bisschen Schwarzes von meinem Finger an den Rand ihrer Unterlippe. Die Haut ist dort ein heller Streifen. Alex hat die Augen immer noch zu. Ich sehe, wie ihre Wimpern zittern und dass sie an der Spitze ausgebleicht sind. Ich schließe auch die Augen. Es ist, als wäre ich blind und alles ist Fühlen.
Plötzlich gibt es Geschrei und ich reiße die Augen auf und Simon kommt mit fliegenden Blättern aus einem Busch. Typisch Simon, er wählt todsicher den schlechtesten Moment. Er sagt, hallo, das sagt er sonst nie. Ich bin ziemlich sauer. Was willst du denn hier? Simon zeigt auf das Fernglas, das um Alex Hals hängt. Das. Alex sieht mich misstrauisch an. Hattest du nicht was von einem Geheimnis gesagt? Naja, es ist ja nur Simon. Sie sagt. Nur Simon, aha. Sie sieht zwischen uns hin und her. Ich sage widerwillig. Hallo Simon. Simon sieht aber sowieso nur das Fernglas und will es einfach nehmen. Das ist meins. Aber Alex reißt es zurück. Ist es nicht, es ist meins. Sie sagt das aus Prinzip. Es nervt jetzt wirklich total mit Simon. Er sagt, ist es nicht. Es hat nämlich phasenkorrigierte Prismen, mehrschichtige Linsen und Gummiarmierung. Also her damit. Es gibt danach auch in der Natur einen Moment von verblüffter Stille. Dann passiert etwas Merkwürdiges. Mitten hinein in die Stille fängt ein Vogel an zu singen. Es sind lauter unterschiedliche Melodien. Simon schaut in die Richtung, aus der es kommt, und legt den Finger auf die Lippen. Er streckt den Arm nach dem Fernglas aus und Alex reicht es ihm wie selbstverständlich. Es ist, als ob sich durch den Gesang eine besondere Stimmung über die ganze Lichtung gelegt hätte. Ich warte leise, bis Simon den Vogel entdeckt hat. Er deutet in die Richtung und reicht das Fernglas dann an mich weiter. Ich schaue hindurch. Ein brauner kleiner Vogel sitzt auf dem Ast einer Eiche. Ich gebe das Fernglas an Alex weiter und sie schaut ebenfalls hindurch. Sie fragt leise, was ist es? Eine Nachtigall, flüstert Simon. Ich frage mich, ob es sein kann, und Alex denkt offenbar genau das Gleiche wie ich. Singt die auch tagsüber? Fragt Alex. In der Brutperiode, flüstert Simon. Wir setzen uns leise ins Gras und hören dem Gesang zu. Locker macht die Vorderbeine parallel und legt dazwischen das Kinn flach auf den Boden. So singt die Nachtigall für immer in meiner Erinnerung. Wir sitzen friedlich im Gras und hören ihr zu. Für immer, für immer.